Moin, was ist los, Freunde? Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs GT Sport. Wir befinden uns am zweiten Tag der zweiten Testsaison. Ich spiele das Spiel noch nicht allzu lange, habe mich jetzt mal dazu durchringen können, am Nations Cup teilzunehmen. Und das ist mein kurzer Spielbericht, hätte ich fast gesagt. Meine kurze Rennzusammenfassung des zweiten Tages. Und auf geht's los. So, willkommen zurück. Wie schon erwähnt, befinden wir uns im Nations Cup bzw. in der Testphase des Nations Cups. Ich bin hier gerade unterwegs beim täglichen Rennen. Heute ist die Strecke Brands Hatch an der Reihe und als Wagen wurde ausgewählt der Kart 125er. Wahrscheinlich haben es einige schon an dem typischen Staubsauger-Sound erkannt oder an den Geschwindigkeiten. Ich befinde mich jedenfalls in einem eben solchen Kart. Hier sehen wir jetzt gerade Bilder aus dem Qualifying, in dem ich mich nicht wirklich so gut geschlagen habe. Quatsch, Qualifying, ich erzähle wieder Blödsinn. Das ist natürlich das freie Training, was wir hier noch sehen. Das Qualifying folgt gleich auf dem Fuße. Ja, die Strecke ist eigentlich relativ einfach mit dem Kart. Man kann hier diese erste Kurve gleich nach Start-Ziel kann man fast Vollgas fahren. Das habe ich leider erst ganz spät im Rennen festgestellt. Ich war vorher noch nie auf der Strecke. Hier die Kurve reicht eigentlich auch, wenn man die kurz anbremst und dann kann man Vollgas, wenn man im richtigen Driftwinkel ist. Hier ebenfalls kurz anbremsen, steil in die Kurve bzw. stark anlenken. Und dann im Scheitelpunkt bleiben, dann kann eigentlich nichts passieren. Hier genauso, kurz die Bremse antippen und dann Vollgas weiter. Da habe ich das sogar fast richtig gemacht und dann sind wir auch schon wieder auf der Start-Zielgerade. Dann springen wir mal ins Qualifying. Die Rennsportbegeisterten unter euch haben es natürlich gemerkt, normalerweise kommt nach dem freien Training erstmal die Aufwärmphase. Die haben wir jetzt mal einfach übersprungen, befinden uns in der Boxenausfahrt zum Qualifying. Hier bin ich als 16. jetzt rausgekommen. Das war Zufall, ich hätte auch abwarten können und als letzter auf die Strecke gehen. Das bestimmt ihr selbst, wann ihr losfahrt. Jetzt bin ich halt hier 16. So, wie gesagt, am Anfang tue ich mir etwas schwer mit der Strecke, weil ich einfach die Bremspunkte noch nicht kenne und nicht, oh, da bin ich dem schön hinten reingefahren. Gott sei Dank gibt es im Qualifying keine Zeitstrafe. Im späteren Rennen hingegen schon. Da sehen wir später auch noch ein ganz nerviges Beispiel. Nein, wir sehen es nicht, weil ich da leider nicht aufgezeichnet hatte zu dem Zeitpunkt. Aber ich werde es euch zumindest dann zu gegebener Zeit erzählen, was da passiert ist. Ja. Die Einführungsrunde natürlich nicht besonders spannend und auch nicht bei weitem nicht wertbar durch die Ausfahrt der Buxtengasse. Jetzt eine Runde Vollgas, die ziehen wir uns jetzt mal rein.
So, nach der ersten Runde sah es doch gar nicht schlecht aus für mich. Vierte Position im Starterfeld. Da war ich innerlich schon so ein bisschen am Jubeln, weil ich dachte, hey, die Jungs hier sind ja gar nicht mal so gut. Da seht ihr es aber schon, ich rutsche direkt auf Platz 5. Und ich glaube, ich spoilere nicht zu viel, wenn ich sage, dabei ist es leider nicht geblieben. Ich bin im Endeffekt, glaube ich, von Startplatz 8 gestartet. Und von da aus gucken wir uns dann auch gleich das Rennen an. Beziehungsweise ich zeige euch die letzten 5 Minuten und sage auch noch was dazu. Und auf geht's los. So, ich habe es natürlich schon vorweggenommen. Hier befinde ich mich auf Startplatz 8. Und wir steigen ins Rennen ein. In der 5. Runde von 10. Ich habe aus technischen Gründen nicht das gesamte Rennen aufgezeichnet. Man sehe es mir nach, aber es ist auch bei einem Kartrennen relativ unspektakulär, sage ich mal, weil einfach nicht so viel passiert. Die Möglichkeiten, andere Teilnehmer zu überholen, sind so gut wie null, weil kaum einer Fahrfehler macht, weil die Dinger einfach so langsam sind, dass es kein Problem ist, die auf der Strecke zu halten. Jo, ihr seht es oben in der Mitte. Ich habe aktuell 6 Sekunden bzw. 6,319 Sekunden Strafe. Das kam wie folgt. Ich bin auf der Start-Zielgeraden. Ich glaube, zweite oder dritte Runde. Die langgezogene Rechtskurve kommt. Und auf einmal kommt einer von hinten und ballert mich voll ab. Der ist press auf mich drauf gefahren, hat mich ins Kiesbett geschoben. Und als ich aus dem Kiesbett wieder rauskam, hatte ich eine Strafe von 10 fucking Sekunden. Nicht eine Sekunde, nicht zwei. Oder um Gottes Willen, alle guten Dinge sind 3. Junge. 10 fucking Sekunden. You must have been kidding me, wie der Franzose zu sagen pflegt. Ich war echt auf 180, Freunde. Ja, da war ich kurz davor, den Controller aus dem Fenster zu werfen und meine Rennkarriere an den Nagel zu hängen. Aber ich wäre natürlich nicht euer Oldboy und schon gar nicht ein Rocketbeard, wenn ich das getan hätte. Also bin ich im Sattel geblieben und habe weiterhin mein Bestes gegeben. Ja, und mein Bestes seht ihr hier. Schön saubere Kurve. Und Vollgas Richtung Start-Ziel. Ja, das FIA-Strafsystem, was hier zum Einsatz kommt bei Gran Turismo Sport, finde ich persönlich sehr gut. Da oben seht ihr auch, ich habe jetzt einen grünen Punkt in meiner Spielerwertung bekommen. Die 10 Sekunden Strafe hat natürlich einen schönen Malus gegeben. Da stand dann in Rot SW da. Ich weiß noch nicht, wie viel das im Endeffekt ausmacht. Aber es fuckt mich einfach tierisch ab, wenn so ein Wertungssystem nicht funktioniert. Ja? Das ist ja auf der einen Seite eine tolle Sache. Man wird angehalten, die Etikette einzuhalten, fair zu fahren. Es vermeidet Raudis, beziehungsweise das System funktioniert so, dass Raudis mit Raudis zusammengesteckt werden und faire Fahrer mit fairen Fahrern zusammengesteckt werden, was natürlich super ist. Ja. So bekommt jeder, was er verdient, und jeder bekommt auch das, was er will. Ja. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Was ich aber dann nicht verstehe, wenn ich ein Rennen fahre und vor mir war kein Schwein, ich bin sauber die Kurve gefahren, ich war auf der Ideallinie, ich habe halt ein bisschen langsamer gemacht als der hinter mir war, aber mit so einem Kart nehme ich halt maximal irgendwie ein Sechstel oder ein Siebtel der Strecke ein. Das heißt, ihm bleiben im Idealfall noch 6 weitere Siebtel, um an mir vorbeizufahren von der Streckenbreite. Und wenn er es dann nicht schafft und ballert mich da in der Kurve raus, warum bekomme ich dann die 10 Sekunden Strafe, ja? Und ich habe mal drauf geachtet am Ende, der junge Mann, der mich in der Situation überholt hat, hat auch keine Strafe gehabt. Warum ich sage auch keine Strafe? Ich habe es geschafft, diese 10 Sekunden bis zum Rennende runterzufahren.
Ich habe es einfach so gemacht, dass ich die letzten Sekunden, die noch auf der Uhr waren, am Schluss auf der Start-Zielgeraden quasi ausgebremst habe, weil ich gesehen habe, hinter mir ist keiner, den vorne vor mir hole ich nicht mehr ein. Dann kann ich auch langsam machen und die Sekunden halt runter ticken lassen. So, wir sind hier in der 10. Runde von 10. Dann sehen wir auch gleich, was ich meine. Da oben seht ihr, ich habe noch die kleine Strafe da stehen. Ich kann jetzt von hier aus gar nicht sehen, wie viele Sekunden da noch stehen. Man sehe es mir nach, es ist nicht mehr allzu viel. Ist es überhaupt noch eine Sekunde? Ich kann es echt nicht sehen, der Fernseher ist gerade zu weit weg. Okay, und hier seht ihr, ich fahre jetzt gerade auf Stahl ziellos zu und bin jetzt hier vom Gas gegangen, um diese Strafe auszusitzen. Jo, im Endeffekt Platz 6. Ich denke, verdient, ja. Verdient hätte ich eigentlich Platz 1 für meine tolle, faire Fahrweise. Hier rechts seht ihr übrigens meine Fahrerwertung. Die ist schön knallrot, weil ich in der Wertung eine Stufe gefallen bin. Aufgrund von diesem Zwischenfall. Ja, kann man natürlich davon halten, was man mag. So, ich klicke mich hier noch ein bisschen durchs Menü. Ich würde aber sagen, nee, eine Sache zeige ich euch noch. Ich habe nämlich meine Tageskilometer voll zu diesem Zeitpunkt. Da gehen wir mal raus und gucken, was ich für ein Auto gewonnen habe. Was wird's? Ich hoffe, es wird der McLaren. Es wird der McLaren. Freunde, ich bin Hellseher. Nein, es handelt sich hierbei natürlich um eine Aufzeichnung. So, Freunde, ich verabscheue mich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da oder schreibt es in den Comments, ob ihr noch mehr Gran Turismo Videos sehen wollt. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das natürlich auch sagen. Also gut, bis demnächst. Haut rein. Peace.